Ja, erstmal herzlich willkommen zum Mott & Koi Blog. Wo ist mein Kaugummi? Er liegt noch. Ja, Stimmele ist der Vorleser. Genau, eine Frage von Alex. Hallo Herr Kammerer, Tim und Team. Ich habe eine Frage zum Thema Belüftung eines Bürstenfilters. Da es bekanntlich kontraproduktiv ist, den Bürstenfilter über eine Membranbelüftung zu belüften, da diese die vernünftige Sedimentation unmöglich macht, habe ich mir die Frage gestellt, welche Alternativen es zum Belüften des Bürstenfilters noch gibt. Dabei bin ich auf den aus der Aquaristik bekannten, genau, Oxidator gestoßen. Diesen gibt es nämlich auch in XXL-Form. Ist es Ihrer Meinung nach generell geeignet für eine gute Sauerstoffversorgung im Filter bzw. im Teich- und Filterkreislauf? Über eine Beantwortung meiner Frage würde ich mich sehr freuen. Also wir haben das irgendwann mal in einem der alten Blogs ausgerechnet. Und selbst wenn das Ding XXXXL ist, wird es weder für den Teich noch für den Filter irgendeinen großen Sinn machen. Ja? Also die Oxidatoren arbeiten ja mit Wasserstoffperoxid und dann wird der Sauerstoff freigegeben. Und da muss man jetzt überlegen, das ist ja für den Notfall eigentlich gedacht, solange der Filterkreislauf läuft, ja, und der Filter ist nicht belüftet, kriegt er ja über den Teich seine Belüftung. Ja, also da müsste ich den jetzt nicht zwingend belüften. Da wäre sogar in dem Bürstenfilter die Belüftung kontraproduktiv, weil es würde ja die ganze Geschichte verwirbeln. Und ich will ja in dem Bürstenfilter will ich ja Ruhe, also so ruhig wie möglich, so wenig wie möglich Verwirbelung, und das führt dann dazu, dass sich der Schmutz entweder am Boden oder in der Bürste oder sonst irgendwo absetzt. Ja? Was man machen kann, was vielleicht sogar empfehlenswert wäre, wenn man den Bürstenfilter einfach 30 cm länger macht und bevor die Pumpen hinten das Wasser ansaugen und wieder zum Teich oder zu einem Biofilter zurückleitet, dass man ihn wirklich im allerhintersten Bereich belüftet. Das ist jetzt die Frage, kommt der Sauerstoff, der da hinten eingetragen wird, dann nachher tatsächlich ganz nach vorne. Aber unsere Erfahrung hat auch gezeigt, wir haben ja 2 Jahre lang da unten im Bürstenfilter von Genesis stehen gehabt und haben mit unserem Analyzer damit gearbeitet und gemacht und getan. Die Bürstenfilter sind, oder die Biologie im Bürstenfilter, ist nicht so sensibel auf Sauerstoff wie die Autotrophie, wo man kennt, die in den normalen Helixfiltern ist, ja, wo im Prinzip den Trommelfiltern oder Papierfiltern nachgelagert ist. Man muss sich wirklich überlegen, die Heterotrophie, die ja in so einem Bürstenfilter überwiegt, ja, das sind richtig harte Bakterien, die richtig, oder Mikroorganismen, die hart im Nehmen sind. Wohingegen die Autotrophie, da ist ja schon die Energiegewinnung aus dem Stickstoff ein Riesenaufwand. Ja, das sind also wirklich, vielleicht im Vergleich zur Autotrophie, sind das eher Schwächlinge. Ja. So, also die sind im Falle eines Stromausfalls, sterben die unserer Erfahrung nach schneller als die heterotrophen Bakterien. Von daher, ob es notwendig ist oder nicht, also wenn man den Filter hinten belüften mag, ist das sicherlich eine gute Sache. Aber wir haben jetzt auch noch keine negativen Beispiele von Leuten, die nicht belüftet haben, durch den Filter. Oder hast du schon mal irgendwas gehört? Noch gar nichts gehört. Also ich bezweifle auch, dass da groß was passiert. Ja. Also von daher, aber diese Oxidatoren, die helfen da im Prinzip nichts. Und das ist auch wieder so ein Ding, das musst du dann alle 4 Wochen nachfüllen und machen oder alle 2 Wochen, da wirst du wahnsinnig. Also da holt man sich auch wieder so ein Ding ans Bein, wo man nachher... Vor allem in 99,9% der Fällen verwendet man eigentlich was, eine Ressource, die man ja gar nicht braucht, nur für den Fall, den 0,1%, wo genau. Es überhaupt notwendig ist, macht ja gar keinen Sinn. Gibt's das ist Effektiveres. So. Also... Danke für die Frage, Alex. Ciao.